Hier ist Melanie vom Reiseteam Royal und heute wollte ich euch mal so ein bisschen Erklärung für sämtliche Begriffe, die derzeit viel durch die Medien gehen, ein bisschen ja auseinanderklamüsern, sage ich jetzt mal so, weil ich doch festgestellt habe, dass das viele noch durcheinander bringen, beziehungsweise gar nicht genau wissen, was ist jetzt damit gemeint. Und zwar mit Begriffen wie Reisewarnung, Reisehinweis, Sicherheitshinweise, Einreisebeschränkungen, Einreiseverbote. Da merkt man doch, dass viele gewisse Dinge durcheinander bringen oder die Begrifflichkeiten auch nicht so ganz klar sind oder nicht ganz klar zugeordnet werden können. Erst kürzlich habe ich das in einer Diskussion gelesen, als es darum ging, dass eben jetzt Leute, die aus Risikogebieten aus dem Urlaub zurückkommen, sich freiwillig noch, man spricht ja jetzt auch davon, dass man es vielleicht verpflichtend machen will, testen lassen können. Und dann habe ich in der Diskussion jemanden gelesen, der dann gesagt hat, ja, das ist doch völliger Blödsinn, weil es besteht ja eine Reisewarnung, und damit kommt man ja eh nicht in diese Länder, wofür die Reisewarnung besteht. Man kann da ja eh nicht hinkommen. So, und das ist de facto schon mal falsch. Und an solchen Sachen und auch Kundeninteressenten, die bei uns dann sagen, ja, Türkei, ich würde ja wohl, aber da ja die Reisewarnung besteht, komme ich ja gar nicht hin. Daran merkt man einfach, dass es scheinbar doch gewisse Defizite gibt, dass jeder das zuordnen kann. Und das ist auch nicht immer ganz leicht, sondern das ist teilweise verwirrend und man selber hat sich da auch erst von uns aus einfuchsen müssen. Und deshalb bringen wir da jetzt einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkle der ganzen Begrifflichkeiten rund ums Thema Reisewarnung, Reiseschutz bzw. Reisehinweise und so weiter. Ja, dann fangen wir doch mal an mit der, ja, ich sag mal, höchsten Stufe, sprich der Reisewarnung. Reisewarnung bedeutet nicht, dass es ein Reiseverbot gibt. Das heißt, euch kann niemand jetzt verbieten, zu sagen, ich will jetzt aber doch in die Türkei Urlaub machen oder in die Domrep oder wo auch immer jetzt noch eine Reisewarnung besteht. Oder ihr habt da vielleicht auch Familie, Verwandte, wollt ihr besuchen. Das könnt ihr. Es ist also nicht verboten. Eine Reisewarnung heißt einfach nur, dass vom Auswärtigen Amt diese Reisewarnung ausgesprochen wird, weil die davon ausgehen, dass dort für jeden, der dorthin reist, erstmal potenziell eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Ob das nun so ist oder nicht, jetzt gerade in Bezug auf Corona, das muss letztendlich jeder wohl für sich auch so ein bisschen einschätzen. Wir haben schon festgestellt, es bestehen da teilweise Reisewarnungen für Länder, wo die Zahlen jetzt geringer sind, sage ich jetzt mal, als in gewisse andere europäische Länder, wo jetzt keine Reisewarnung mehr besteht. Von daher muss man da natürlich auch selber so ein bisschen Recherche betreiben und vielleicht auch ein bisschen das davon abhängig machen, was mache ich denn da eigentlich? Mache ich irgendwie so ein, ich hätte fast gesagt, Rucksacktrip durch den Dschungel oder was auch immer, ist natürlich was anderes, als wenn ich in so ein Land reise und bin in einem Resort, wo Hygieneregeln eingehalten werden, wo jetzt auch Maßnahmen ergriffen werden und, und. Aber wie gesagt, zuerst mal gesagt, eine Reisewarnung bedeutet eben nicht, dass keiner in das Land jetzt von Deutschland aus einreisen kann. Erstmal so, es gibt da vielleicht noch wieder Beschränkungen, aber die kommen dann später in einer anderen Begrifflichkeit. Aber erstmal bedeutet es nur, dass man davon ausgeht, dass euch da Gefahr für Leib und Leben droht. Und deshalb wird dringendst seitens des Auswärtigen Amtes davon abgeraten, dort einfach so hinzureisen, zu touristischen Zwecken oder sonst auch, wenn es irgendwie vermeidbar ist, diese Reise eben nicht anzutreten. So, das ist also die Reisewarnung. Und dann muss man natürlich noch wissen, das betrifft dann wieder den Thema Versicherungsschutz im Urlaub oder bei Reisen, dass gewisse Versicherungen, Reiserücktritt, Auslandskrankenversicherung, was auch immer, unter Umständen nicht bei Dingen haften, wenn die passieren in einem Land, wofür es Reisewarnungen gibt. Da müsst ihr euch dann wieder gesondert informieren. Wir haben dazu auch nochmal ein spezielles Video, was es da zu beachten gibt. Das werde ich euch nachher im Abspann auch nochmal verlinken. Aber das sind so die Sachen, die ihr dann natürlich auch berücksichtigen müsst und wo es dann vielleicht Probleme gibt. Aber erstmal bedeutet Reisewarnung eben nur, dass es ein dringender Hinweis ist, nicht in diese entsprechenden Länder zu reisen. Es können natürlich auch ganz andere Gefahren sein, jetzt mal unabhängig von Corona, weshalb Reisewarnungen ausgesprochen werden. Also deshalb dieses Grundsätzliche, wenn man der Meinung ist, es besteht für jeden, der dorthin reist, erstmal eine potenzielle Gefahr für Leib und Leben.
Dann gibt es Reisehinweise. Die sagen erstmal nichts anderes aus, als dass da dann darauf hingewiesen wird, wenn es spezielle Zollbestimmungen gibt, bestimmte gesundheitliche Sachen oder auch gesetzliche Vorschriften, die in einem Land gelten, die man vielleicht jetzt so als Urlauber gar nicht gewahrnimmt oder das nicht weiß und da dann Probleme bekommen könnte. Also das sind dann einfach Reisehinweise. Ihr findet das eben zu den Ländern eben auch auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Das hat jetzt aber jetzt erstmal nichts mit irgendeiner potenziellen Gefahr oder sonstiges zu tun. Und das haben auch schon einige durcheinander gebracht, dass sie sagen, ja, aber wenn da Reisehinweise sind, dann ist da ja auch irgendwas oder so. Nee, das bezieht sich einfach nur darauf, dass eben auch in anderen Ländern quasi andere Sitten, andere Gesetze, andere Zollbestimmungen und so weiter sind, als man die dann eben vielleicht von hier von zu Hause kennt. Ja, das ist eigentlich schon das, was man so zum Reisehinweis sagen kann. Bei den Sicherheitshinweisen ist es dann schon wieder ein bisschen anders. Die weisen dann sehr wohl auch auf bestimmte Dinge hin. Eingeführt oder benutzt wird das Ganze seit dem 11. September, sprich seit den Terroranschlägen von New York. Wird eben auch dann genutzt, wenn jetzt irgendwo eben auf Terror oder sowas hingewiesen werden muss. Es können dort dann mal Empfehlungen sein, die Reisen in gewissen Bereichen einzuschränken, in den Ländern, in die man dann reisen möchte. Das ist dann differenzierter und es wird im Gegensatz zu einer Reisewarnung jetzt nicht so dringlich gleich das ganze Land, sage ich mal, ja, davon abgeraten, dahin zu reisen, sondern eben, es kann spezielle Bereiche betreffen mit Einschränkungen, dass man sagt, ne, wenn dann nur so oder so, oder eben, dass man die Empfehlung ausspricht, vielleicht doch jetzt nicht, wenn man nicht unbedingt muss dahin, weil es könnte eine Gefahr da sein. So, und bei der Reisewarnung war das ja, dass man potenziell annimmt, dass für jeden, der dahin fliegt, auf jeden Fall schon mal potenziell eine Gefahr für Leib und Leben da ist. Und das ist eben bei diesen Sicherheitshinweisen nicht so. Und wie gesagt, das ist zum Beispiel eben so, wenn es um Terrorsachen geht oder Unruhen oder was auch immer. Ne? Also das ist dann ein bisschen anders als die einfachen Reisehinweise, die dann allgemein gelten. Das ist dann wirklich, wenn jetzt phasenweise irgendwo was Spezielles auftritt. Dann gibt es noch den Begriff der Quarantäne, Quarantänebestimmungen, der eben jetzt vorwiegend durch die Pandemie mit Covid-19 in Verbindung auftaucht. Das ist erstmal was, das wird eben auch von Bundesland zu Bundesland teilweise unterschiedlich gehandhabt und das ist ganz unabhängig von irgendwelchen Reisewarnungen oder so. Und ob man in Quarantäne muss, wenn man aus einem bestimmten Land kommt, das wird eben basierend auf den Zahlen oder der Pandemieentwicklung in diesem Land, wohin man reist, dann ausgesprochen, empfohlen, durchgesetzt, wie auch immer man das nennen will. Und da ist es dann eben wichtig, dass ihr euch dann eben vorab auch informiert, ihr wollt jetzt in ein bestimmtes Land reisen und vielleicht sagt euer Bundesland jetzt gerade gut, dann müsst ihr aber in Quarantäne. Es war ja ganz relativ zu Anfang dieser ganzen Pandemie-Geschichte ja auch so, dass ein Urteil gesprochen wurde, dass zum Beispiel diese generelle Quarantäne Pflicht, wenn man zum Beispiel aus Schweden zurückkam, dann gekippt wurde. Also zuerst dann für Niedersachsen und dann zogen andere Bundesländer nach. Ja, also sowas ist halt immer so ein bisschen individuell. Da muss man sich wirklich darüber auch vorab informieren. Und das ist eben auch unabhängig von irgendwelchen Reisewarnungen oder sowas, kann eben sein, dass an sich für das Land noch nicht wieder eine Reisewarnung oder sowas in dem Sinne besteht, aber dass da gerade irgendwie ein Hotspot ist, ne, dass man dann eben sagt, nee, wer da jetzt hinfliegt oder da jetzt gerade ist, der muss dann in Quarantäne. Also das kann auch unabhängig von den ganzen Reisewarnungen oder sonstiges sein und hängt eben von der Entwicklung der Pandemie in dem jeweiligen Land ab. Und das gibt es ja dann auch bei anderen Krankheiten. Das ist ja nicht nur Corona-bedingt, aber im Moment ist es eben in aller Munde. Und letztendlich gibt es noch die ganzen Begrifflichkeiten um das Thema Einreise in ein Land, Einreisebestimmungen, Einreisebeschränkungen, Einreiseverbot. Und das ist eben das, was eben zum Beispiel in der Diskussion, was ich am Anfang gesagt habe oder erzählt habe, das Beispiel, wo da wohl was verwechselt wurde. Es ist ja zum Beispiel so, dass die USA ein Einreiseverbot unter anderem eben für Leute aus Europa hat, die zu touristischen Zwecken da jetzt irgendwie hin möchten. Das heißt, unabhängig davon, dass es hier jetzt eine Reisewarnung auch gibt,
Die Reisewarnung würde mich nicht daran hindern, in die USA zu fliegen. Das heißt, wenn Deutschland sagt, USA gefährlich, da sprechen wir eine Reisewarnung aus. Aber jetzt irgendwann die Mitteilung kommt, dass Donald Trump sagt, so jetzt ich heb das hier wieder auf, ihr dürft wieder kommen, dann kann ich ja hin. Im Moment ist es aber so, dass wir ein Einreiseverbot haben und dann ist es in der Tat so, können wir nicht in dem Sinne frei entscheiden, ob wir jetzt in das Land einreisen oder nicht, denn wir würden am Flughafen wieder abgewiesen werden. So, das hat jetzt aber wie gesagt nichts mit der Reisewarnung zu tun, die Deutschland ausspricht, sondern das ist eben einfach das Problem, dass jetzt auch eben das Einreiseverbot für uns dort besteht. So, das ist also dann, wenn irgendjemand sagt, nee, die und die Leute kommen hier jetzt nicht rein aufgrund von Corona oder was auch immer, kann ja auch mal was anderes sein, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als hier zu bleiben. Es gibt da natürlich auch Ausnahmemöglichkeiten. Wenn man zum Beispiel jetzt auch US-Bürger hier selber ist, kann man da irgendwo rüber. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch was für bestimmte Arbeitsbereiche und. Aber wir gehen ja jetzt von den ganz normalen Urlaubsbedingungen aus. Das kann man im Moment unter anderem in die USA eben nicht machen. Gibt ja auch noch andere, wo es nicht geht. Australien oder so kommt man ja im Moment auch nicht hin. So. Das ist also das Einreiseverbot und das wird in der Regel nicht von dem Land, in dem ihr lebt, für euch ausgesprochen, sondern eben von dem Land, wo ihr eigentlich hinreisen möchtet. Die Einreisebestimmungen an sich, wenn man darüber, über die Begrifflichkeit spricht, die sind ganz allgemein und die gibt es eigentlich in dem Sinne immer, unabhängig davon, ob jetzt irgendwo Corona wütet oder sonst was. Das bedeutet einfach nur, was man eben dort für Voraussetzungen haben muss, dass man unter normalen Umständen einreist. Sei es, ihr müsst ein Visum haben, sei es heißt, für dieses Land reicht der Personalausweis, in dem Land möchten die aber einen Reisepass haben. Dann gibt es Länder, die haben eben bestimmte Fristen, wie lange diese Reisepässe oder der Personalausweis noch gültig sein muss, wenn ihr wieder ausreist und. Oder zum Beispiel für die USA muss man ja ESTA beantragen, all solche Sachen. Das sind dann die Einreisebestimmungen. Sprich, die Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, damit ihr ganz normal zu normalen Zeiten, wenn alles jetzt unabhängig von Corona wieder läuft, die ihr dann vorweisen müsst, um dort einzureisen. Ja, und dann gibt es eben auch momentan eher wieder vermehrt den Begriff der Einreisebeschränkungen. Das ist jetzt beispielsweise eben was, wenn ihr normalerweise zum Beispiel in ein Land kommen könntet, ohne dass ihr großen Visum beantragen, sowas wie ESTA in der Art ausfüllen müsst oder ganz normal mit einem Reisepass reinkommen könnt. So, und jetzt sagen diese Länder aber, naja, im Moment durch Corona machen wir das noch ein bisschen anders. Und darunter fällt zum Beispiel die Sache mit dem QR-Code. Darüber hatten wir auch ein Video, dass einige Länder jetzt sagen, ihr kommt hier aber nur rein, wenn ihr bei der Einreise einen QR-Code vorweisen könnt. Den müsst ihr euch vorher beantragen. Da werden Formulare mit euren Daten ausgefüllt, Gesundheitsfragen zum Beispiel beantwortet. Dann gibt es Länder, die sagen, ja, ihr könnt kommen. Aber wir möchten einen negativen Covid-19-Test. In einigen Ländern ist es so, der darf nicht älter als 10 Tage sein, bei anderen darf der nicht älter als 72 Stunden sein. Also das alles sind so Einreisebeschränkungen, sprich, wo dann eben auch ja, bestimmte Regelungen getroffen werden, unter welchen Bedingungen man einreisen darf, unter welchen eben nicht. Oder eben das Land sagt, ja, ihr dürft kommen, aber dann müsst ihr hier erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Ist für eine Urlaubsreise erstmal eigentlich ein völliges K.O.-Kriterium, weil das dann meist auch noch Länder sind, für die ihr hier dann wieder in Quarantäne müsst. Da habt ihr nachher 4 Wochen irgendwie, die ihr einplanen müsst, damit in beiden Ländern die Quarantänepflicht wahrgenommen werden kann und dann eben der Urlaub. Also ich denke, das sind dann eher schon so Sachen, die fast schon im Einreiseverbot im Prinzip gleichkommen. Was aber dann einfach nur ein bisschen netter klingt. Aber es wäre eben möglich, wenn man sagt, ja, kann ich aber oder will ich, weil ich da jetzt, was weiß ich, 6 Wochen lang Verwandte besuche oder was weiß ich. Ne? Aber das sind eben solche Beschränkungen. Ja, und insofern sind das eigentlich jetzt so die wichtigsten Begrifflichkeiten, die momentan überall grassieren und von denen der eine mal so erzählt, der andere so. Und es ist schon schwierig, das alles immer so ein bisschen auseinanderzuhalten. Wichtig ist einfach, wenn ihr irgendwohin verreisen wollt, erkundigt euch da vorher drüber, sprecht mit, so wie wir unsere Kunden sind, na, dann sprechen wir natürlich jetzt im Moment auch besonders über solche Voraussetzungen. Wo wollt ihr hin?
Was müsst ihr da gegebenenfalls für beachten? Da guckt man dann notfalls auch gemeinsam, wenn der Kunde das selber nicht so firm drin ist oder man erkundigt sich. Also das sind so Sachen, die solltet ihr wirklich vor jeder Reise, egal wohin ihr die jetzt antretet, machen. Nicht, dass ihr da irgendwo dann steht und kommt nicht rein, weil euch zum Beispiel so ein QR-Code fehlt, was ja mittlerweile auch teuer ist. Ich habe schon gehört, die ersten Strafen sind ausgesprochen worden, für Leute, die den nicht hatten. Das kam dann mal eben 500 Euro. Ja, sowas muss man dann nicht haben und das sind auch vermeidbare Dinge. Reisewarnung, wie gesagt, muss einfach für sich jeder selber entscheiden, wie das jetzt weitergeht, ob jetzt diese Tests wirklich final Pflicht werden und wer sie dann am Ende bezahlen muss. Warten wir mal ab. Das ist ja im Moment, das heißt, es ist durch, aber so ganz offiziell ist noch nichts. Ja, aber es ändert sich auch laufend immer was. Und von daher, wenn ihr kurz vor einer Reise steht oder buchen wollt, dann erkundigt euch über Reisewarnung, Sicherheitshinweise, Einreisebeschränkungen, was auch immer, damit dann der Urlaub trotz all dem schön wird, denn das kann er durchaus. Werde die nächsten Tage auch nochmal irgendwann ein zusammenfassendes Video machen über die erste Reise von TUI Cruises jetzt. Ihr habt ja gesehen, wir waren unterwegs und haben das Schiff beim Auslaufen zugesehen. Das waren aber ja auch viele der ganz berühmten Blogger und Vlogger, die man so aus der Szene kennt, die wir selber auch sehr gerne nutzen und gucken, um uns zu informieren, unterwegs. Und da gibt es jetzt schon die ersten Fazite. Das hören wir uns jetzt alles nach und nach mal an und werden die Eindrücke dann mal so ein bisschen zusammenfassen, dass wir dann auch berichten können für diejenigen, die jetzt noch nicht auf dem Schiff waren und wir selber waren ja auch noch nicht, dass man trotzdem so ein bisschen sagen kann, okay, die so unterwegs waren, die haben das so und so erlebt, das war so und so an Bord, ist ja dann auch immer mal ganz wichtig. So. Und das macht man einfach vor einer Reise im Moment am besten, dass man sich über mehrere Kanäle informiert, vieles mal guckt und dann für sich entscheidet. In diesem Sinne, alle, die jetzt demnächst in Urlaub fliegen, fahren oder auch hier ihren Urlaub irgendwo genießen, wandern gehen, was auch immer, ich wünsche oder wir wünschen einen schönen Urlaub und dann hören wir uns im nächsten Video wieder.